Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute ist mal wieder eines dieser Videos, an dem ich euch eine Box zeige, die es bei uns im deutschsprachigen Raum nie gegeben hat. Die Mystical Squishy Collection mit drei Stressbällen von mythischen Pokémon, in dem Fall Mew, Celebi und Victini, mit den jeweiligen V-Promokarten und, das Allerwichtigste, 8 Booster Packs, davon sogar 2-mal Evolving Skies. Ich bin insane gespannt auf diese Box. Ich habe 60 Euro für die auf Cardmarket bezahlt. Ist noch ein okayer Preis dafür, dass die Box grob 2 Jahre alt ist. Und ja, ich hoffe, dass diese Box einiges an Packluck für uns bereithält. Okay, ich kann nicht anders. Ich muss jetzt diese Squishy-Dinger... Ist das gut? Oh mein Gott, die sind so mini. Oha, aber die sehen echt gut aus. Kann man... Gerade hier Celebi, sehr detailliert. Sehr, sehr cool. Oh mein Gott, und Victini muss ich mir natürlich auch noch geben. Also als Stressball ist Victini definitiv am besten geeignet, weil er eine richtige Größe hat. Am besten nimmt man alle drei auf einmal und hat den größten Effekt. Wie findet ihr die? Kennt ihr die Kollektion? Also unglaublich cool. Ich finde die sehr, sehr nice. Hat was. Und dann haben wir einmal die drei Promokarten, die wir auch schon aus der Schwert- und Schild-Ära kennen. Alles klar, wir haben hier einfach ein Rebel Clash Booster drin. Oh mein Gott, ist das. Das ist das zweite Set aus Schwert und Schild. Das ist absolut, da war ich auf dem Pre-Release-Turnier, fällt mir gerade ein. Das ist absolut insane. Battle Styles haben wir 2-mal da, 2-mal Vivid Voltage, die Chance auf Rainbow Pikachu und Chilling Rain, sowie 2-mal Evolving Skies. Die machen wir natürlich ganz zum Schluss aus. Ich würde sagen, wir gehen direkt in das gute Clash der Rebellen rein. Meine Lieben. Also aus diesem Set habe ich wirklich komplett alles schon gezogen, was ich hätte ziehen wollen. Die Full Art Sammlung ist hier definitiv komplett. Oh! Shaco, aka Potrot. Wie cool! Oh mein Gott, die Artworks sind ja schon völlig an mir vorbeigegangen. Habe ich ja gar nicht mehr. Sandige Est. Die englischen Namen absolut drollig. Nosepass und ein Mautzinger. Also ich muss sagen, ich bin immer sehr, sehr, sehr traurig darüber, dass wir so coole Boxen nicht bekommen. Warum? Ich frage mich, wonach das geht. Weil manche Boxen bekommen wir ja tatsächlich auch bei uns. Manche Boxen bekommen wir in sehr abgespeckter Version. Bedeutet, wir haben da dann keine Figur drin. Wir haben da dann keine Squishies drin. Da würde mich echt mal interessieren, wonach das Auswahlverfahren geht. Vielleicht kennt ihr euch ja damit aus. Cheryl und ein... Humanolith, non Holorare. Aber ich bin mittlerweile auch auf dem Stand, wo ich mir sage, ey, Deutsch, Englisch, Japanisch. Früher war ich so, ich habe gesagt, ey, ich möchte nur Deutsch, maximal englische Karten sammeln. Aber heute denke ich mir, ey, komm, macht es einfach auf. Coole Boxen, wir können uns hier coole Boxen angucken, die es so nicht jeder Autonormalverbraucher bekommen kann. Jerem, in Holo. Hey, at least, it's a hit. Diese alten Karten, ne? Das ist diese alten Booster. Vivid Voltage, damit ging's los. Wie, oh mein Gott, geht das leicht auf. Wie Trimax und Co. auf der Suche nach dem Rainbow Pikachu war. Hier haben wir noch einen klassischen Pack-Trick mit 4 Karten nach vorne. Das Chichester Bath. Oh ja, man kennt es aus der Region. Schwert und Schild. Ein Tarnel, Eleseba, Hogumil. Oh, Fleckneu Reverse. Shaman Holo. At least it's a hit. Definitiv nicht den Hit, den wir wollen. Vivid Voltage again. Amazing Rares können wir aus diesem Set ziehen. Ich bin sehr gespannt, ob wir da eine bekommen. Fehlt mir da noch eine? Es kann sein, dass mir noch eine Amazing Rare fehlt. Ich weiß nicht, wie ihr sammelt, ob ihr wirklich alles sammelt, was man sammeln kann. Ich packe mal alles in meinen Binder und dann mal gucken. Aber die Sammlung ist einfach schon viel zu groß. Vielleicht zeige ich euch demnächst nochmal ein Sammlungsvideo, wo ich euch wirklich alles zeige. Ah, schade Banane. Ihr habt doch wirklich nicht gedacht, dass wir hier nichts Neues vom Kabesin und Pupo Set aufmachen. Das ist ein Pre-Release-Kit. Da sind 2 Pre-Release-Kits von mir reinsortiert worden, die ich habe. Und wir müssen hier was Gutes draus ziehen. Also wir haben nur noch 3 Booster. Kann nicht sein, dass wir hier jetzt ohne krassen Hit rausgehen. Vermiebs! Außerdem ist es schön, so direkt den Vergleich zu haben. Ein Riffex, Tropius,
ein Clipping Reverse und ein Toxic Quark X. Immerhin eine X und eine Unlichtenergie. Okay, komm, weil es so schön war, direkt hinterher. Ich sag, wie es ist. Karmesin und Purpur hypt euch jetzt nicht mehr so sehr. Ich finde es immer noch ziemlich nice. Wobei ich echt schon auf Evolving Paldea gespannt bin. Aber die Booster müssen weg. Also warum nicht zwischendurch immer mal eins reinschieben? Forschung des Professor. Ja! Geil! Die Mimi, ich glaub's nicht. Guten Morgen! Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit ihr. Oh, lieber Noli. Okay. Okay. That's it. Geil. Mega. Oh Gott. Also, wenn die Box hier nicht gönnt, die Squishy Box, dann haben wir definitiv unseren Premium-Hit heute gezogen. Oh, lieber Noli. Okay, okay. Wir gehen rein. Wir machen den Patrick. Chilling Pain. Vielleicht kriegen wir ein cooles Shiny Gold. Ich habe leider mit den Goldkarten sehr wenig Glück. Ich meine, wir haben ein paar gezogen. Ich will mich nicht beschweren. Aber Shinies habe ich, glaube ich, erst eine einzige gezogen. Und das war sogar Offstream. Also, oder privat einfach. Den Doktor in Reverse. Und ey, Seraora V. Na, immerhin noch eine V. Und jetzt. Evolving Skies, meine lieben Leute, mir fehlen noch so viele Eevees. Come on. Ich möchte eine Alternative ziehen. Am besten eine, die ich noch nicht habe. Idealerweise das Nachtara. Das Nachtara scheint gefühlt out of stock zu sein. Gibt's nicht mehr. Alles schon aus der Fabrik geklaut worden. Existiert nicht mehr. Schade. Ein Läufio. Lumpy. Kapuno. Ein Victini in Reverse haben wir auch. Passend zum Squishy. Und, oh wow, ein Pumpkin. Nee, ist kein Pumpkin. Gurgeist. Last Pack Magic. Nachtara auf dem Artwork. Ich gucke auch nicht hin, um mich möglichst nicht spoilern zu lassen. Look at my eyes. Okay, vier Karten nach vorne. 1, 2, 3, 4. Oh Gott. Okay. Okay, und wir haben eine Psycho Energy. Skibloom. Ein Shopping Center. Hippopotas. Genau, Lofio. Evoli, passend zu den Evolutions. Gurgeist Reverse und. Bruh. Ach, come on. Na gut. Also, ich muss sagen, absoluter Premium-Hit. Leider nicht aus der Box, aber aus dem Einzelbooster aus dem Pre-Release-Kit. Und wir haben diese süßen drei Squishies, also besser geht's nicht.